Hallihallo und willkommen zum nächsten Part von Nier Automata. So, im letzten Part sind wir ein bisschen durch die Wüste gewandert. Sind an Knallkopfs Versuche gescheitert. Und sind jetzt wieder hier in der Ruinenstadt. Wo wir jetzt uns mal um den Vater Servoman wieder kümmern. Okay, hier ist immer noch nichts. Naja. Und wir hören unten schon wieder Emil, der zwar geile Chips hat, aber für uns aktuell nicht brauchbar, einfach weil die Kosten, die Ausrüstungskosten der Chips viel zu hoch sind. So, und wir möchten dir natürlich beim Training helfen. Dennoch solltest du erwarten, dass alles so läuft wie... So, erstmal Abstand halten. Und jetzt hat... Greif mal an. Ich meine, der hält immer noch so viel aus. Aber wir machen zumindest schon mal soweit ein bisschen mehr Schaden. Und ich denke mir, wir können auch ein oder zwei Hits sicherlich irgendwie aushalten. Vorausgesetzt, der dreht nicht ewig am Rad. Warum? Der macht ja nur Radangriffe. So, und hops. Wird er eigentlich von der Schwerkraft beeinflusst? Würde er mal in die Kugel laufen, dann vielleicht. So, dann. Kein Problem für uns. So, wir können hier sogar kontern. So. Und damit solltest du Geschichte sein. Stopp, das reicht. Ah, bist du jetzt zufrieden? Lass uns über die Gebühr reden. Was? Ach komm schon, du bist doch derjenige, der... Würdest du diesem alten Mönch wirklich eine einzige Bitte abschlagen? Ich suche es gar nicht. Vater Servo hat allen Besitztümern entsagt, sowie mehrere Schüre abgelegt. Und doch würdest du ihm eine einfache Bitte versagen? Schon gut, okay. Was möchtest du denn dieses Mal? Eine Gedächtnislehrung und einen defekten Schaltkreis. Die Welt bewegt sich weiter, mein Kind, aber trödel nicht. Würdest du bitte eigentlich hier aufhören, mich so zu nennen? Naja, komm. Werden für die Lektion als Bezahlung reichen. Ja, scheinbar habe ich nicht alles. Nope, ich habe nicht alles, was sonst würde er mir das hier nicht anmarkieren. Holen wir das noch? Na komm. Holen wir das jetzt halt noch schnell. Also ich meine, wenn das jetzt dort markiert ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das dort schnell gedroppt wird. Gedächtnislegierung. Brauche ich das selber irgendwie noch? Für irgendwelche Waffen-Upgrades? Ah, fuck. Oh ne, das sind einfach mal welche gespawnt. Okay. Das heißt, die wurden geliefert. Oder zumindest der rote Typ da. Ne? So. Und. Ja gut, aber die sollten jetzt halt kein Problem darstellen. So. Gut, eine Gedächtnislegierung haben wir jetzt halt. Was bekommen wir von dir einen defekten Schaltkreis, wovon wir schon 17 Stück haben. Da hat uns wirklich nur die Gedächtnislegierung gefehlt. So, wir kommen jetzt am besten wieder hoch, ohne dass wir mehrere Meter auf dem Boden aus mehreren Metern auf dem Boden aufklatschen wie gerade eben. Das tut, ich glaube, ein bisschen weh, aber naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt hier wieder. Kupfererz wieder erhalten. Schade, dass man... Ich glaube, Kupfererz, wenn man das verkaufen würde, kostet nur 25. Das ist ein bisschen wenig. Nur, dass ich mich davor... Als dass ich mich darüber freuen könnte. Von daher... Klettern wir wieder hier... auf den Gebäuden rum. Dass ich Vater Servo nicht einen einfacheren... einfacheren Ort... aussuchen konnte.
um da ein bisschen über sein Training zu philosophieren. Ja, hier hast du die Gegenstände, den du wolltest. Sich erneut weiterentwickeln, wird er stärker sein als je zuvor. Ich kann es kaum erwarten. Und trotzdem bekommen wir noch etwas. Aber na gut, das wirklich Gute sind einfach nur die 1150 Erfahrungspunkte. Und daher machen wir mal weiter. Von hier aus kommen wir recht schnell zum Ding. Zum Wald, ohne uns separat teleportieren zu müssen. Oder transportieren müssen. Ich muss aufpassen, dass ich die richtigen Wörter sage. Vaters Servo wird uns als roter Punkt angezeigt. Das heißt, der hat sich jetzt verbessert, aber das ist jetzt nicht Thema diesem Parts, sondern hier ein bisschen kleinere XP-Punkte farmen und die Waldaufgabe weitermachen. So, dann müssen wir wieder durchs Einkaufszentrum durch. Oh, naja. Gut, dass wir als Androiden so lang rennen können und auch so schnell scheinbar. Das erleichtert uns die Arbeit. Und dann gibt es noch einen roten Punkt weiter in dieser Richtung der Schlucht, aber da kann ich gerade nicht hin, weil. Oh. Hey, Großer, was hast du denn? Gar nicht geschaut, welches Level der hat. Oh, komm, explodier schon, mach Bumm. So, vielen Dank. Eine große Schraube. 500G, okay. Fortfahren und reparieren. So, dann ist der Effekt länger. Der Zoe Boy Junior 87. Wenn er im Jahre 87 geboren worden ist, dann ist er älter als ich. I can't believe the size of the commercial facility. The people of the old world must have led pretty good lives. I bet it was fun to shop back when you had so many choices. We don't need such things. Don't be so sure about that. Once we eradicate the machine life forms, us soldiers won't have anything left to do. We'll enter a new age of peace. And when that happens, we should go shopping together. Oh. I could buy you, I don't know, a t-shirt maybe? Something that looks good on you. A t-shirt? What? Not interested? Hmm. When that day comes, I'm all for it. That's a promise, right? Yep. Oh, da haben sie sich zu einem Date ein Date ausgemacht. Das ist sehr schön. So, was gibt's hier eigentlich? Kristall? Kupfererz? Was ist das hier? Hmm. That's a strange flower. Analysis. It is a plant known as a lunar tear. Ah, das ist eine Mondträne. Hui. When did you get here? So this flower is called a lunar tear. Seeing that dredges up all kinds of memories. Some of them are a bit strange, honestly. Like the one where I'm being attacked by a giant boar over and over again. Was? Or another where I keep trying out new parts every time my body is damaged. Sounds rough. Something about this flower fills me with an emotion I don't really understand. It's like something's pushing down on my chest really hard. So, do you mind if I ask you a favor? If you find lunar tears growing anywhere else, would you let me know? I want to try and figure out what this feeling is all about. What do you say? Ja, gut, machen wir das mal. Aber Emil ist. Thanks. If you find another lunar tear, just let me know on this frequency, all right? I'm counting on you. Und weg ist er. Also Emil ist eine komische Maschine. Zum einen, der hat eine saubere Aussprache, nicht so wie die restlichen Maschinen. Zum anderen scheint er nur ein Kopf zu sein. Zum dritten hat er wohl Erinnerungen, beziehungsweise es werden Emotionen in ihm geweckt, wenn er an bestimmte. Als er an die Blume denkt, das ist interessant. Aber naja, sonst habe ich keine Ahnung, wer Emil eigentlich genauer ist. Von daher 47 Erfahrungen bekommen, das heißt, unser Freund ist zerstört worden und da haben wir einige Maschinen.
Ich sollte vielleicht nicht in den Maschinen ausweichen. Autsch. So. Das wäre sehr vorteilhaft. Was war das eigentlich für eine Blitzattacke gerade eben von der einen Maschine? Ah, nee, nicht schon wieder der Typ mit den Elektrobeinen. Das sind die Beine, die ich ja nicht angreifen kann. Und so elektrisierend sie sind. Wow, 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 wow. Was war denn das? Das ist nicht sehr freundlich von dir, du solltest damit aufhören. So, stirb schon. Gute Arbeit. Sollte sein Lager errichten können. Und uns die frohe Botschaft überbringen. Und Stabilität plus 1. Gut, dann können wir jetzt halt hier das Lager aufschlagen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, im Wald gab es noch einige Sachen zu tun. Okay, hier gibt es eine Mondblume. Blume. Da auch. Okay, anscheinend sind alle Orte markiert, die was mit der Mondblume zu tun haben. Aber dann würde ich sagen, mach mal das hier speichern. Dann sollte auch der Part schon zu Ende sein. Oder gehen erstmal speichern und dann schauen wir uns mal die beiden Punkte hier an. Dann hier drüben und dann sind wir in Pascals Dorf wieder zurück. Machen wir noch so einen kleinen Rundgang. Ein paar Level aufleveln. Leveln, aufleveln. Irgendwie sowas. Und dann vernichten wir mal wieder ein paar Maschinen. Bekommen ein paar Erfahrungspunkte. Hoffentlich droppen die auch ein paar Chips, die ich gebrauchen könnte. So. Und die greifen uns immer noch weiter an, obwohl wir, oder obwohl A2 deren König umgebracht hat vor, ich glaube, 3 Parts müssten es sein. Oder 4 Parts. Irgendwie sowas um den Dreh. So, dann tauchen hier erstmal keine weiteren Maschinen auf. Das ist loblich. So, und dann könnte ich weiter rechts, weiter links sind mehrere Maschinen. Und dann hier noch. Da sind die. Ja, ja. Ich sollte erstmal versuchen, ouch, so weit an mich heranzukommen, bevor ihr irgendwas sagt. So. Und plopp. Und Chip. Zweiter Chip. Dritter Chip. Wunderbar. Und hier gibt es dann irgendwo eine weitere Mondblume. Aber wo? Vielleicht da weiter oben? Ah, hier. Natürlich muss sie in einer Höhle sein. Warum auch nicht, aber wenigstens leuchtet die Dracona-Lanze. Haben wir jetzt eine neue Lanze bekommen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Sperre. Dracona-Lanze. Symbol der Bande zwischen Herrscher und Drachen. 250, 260. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die dann irgendwann mal aufwerten können. Vielleicht können wir die auch verwenden. Aber erstmal schauen wir uns die Mondblume hier an. Ja, Mondträne heißt sie. Hey there, guys. What's up? We found a lunar tear. It's located in... Stay right there. I'm coming. Okay. I hope he doesn't expect me to just stand here all day. Sorry to keep you. Wow, der ist schnell. Oh, hey. Now that I think about it, this whole area was once... Are you remembering something? It's all pretty fuzzy, but I seem to have a memory of caring for this flower a long time ago.
Für wie viel Zeit? But the sand kept expanding, and the flowers gradually wilted. Der Sand der Wüste? Now that I think about it, that was around the same time I stopped seeing people. You mean humans? Thanks a bunch for finding this. Really. Oh, and let me know if you find any more, okay? I'm gonna stay here for a bit. Wie alt ist der Typ? Wenn er meint, dass er Leute hier gesehen hat. Oder in einem anderen Bezug sogar Menschen. Ich meine, die sind ja seit wie vielen Jahren? 10.000 waren es? Oder ähnlich ist er schon, also seit Ewigkeiten auf dem Mond. Das ist interessant. Aber naja. Dann würde ich jetzt erstmal den Part mitten im Wald beenden. Ich würde jetzt schauen, dass ich, wo bin ich? Hier rüber, also die Maschinen fertig mache, dann speichere ich und dann machen wir hier jetzt weiter. Die beiden Sachen. Und dann, ja, schauen wir mal, was wir dann die nächsten Parts so noch erleben werden. Auf jeden Fall, wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.